Morgen. Also, good morning. Hallo Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva am Sonntag um 10 Uhr. Heute mache ich meine Fall-Morning-Routine vor der Schule. Also im Prinzip zeige ich euch, was ich alles so mache. Übrigens, ich werde nochmal kurz ein bisschen ans Handy gehen. Ganz oft schicken mir meine Freunde nachts so Texts und ich habe mein Handy nachts immer auf Do Not Disturb, also kriege ich die da nie. Also schaue ich jetzt, was die mir so geschrieben haben. Eigentlich will ich mir das abgewöhnen, aber das mache ich jetzt trotzdem noch. Normalerweise würde ich jetzt noch so 30 Minuten schlafen und komme dann zu spät zur Schule. Aber weil ich heute mitfilme, will ich so ein bisschen produktiv sein. Also mache ich das für euch nicht. Seid dankbar. Okay, ich habe jetzt genug am Handy gemacht. Jetzt muss ich wirklich anfangen, meinen Morgen zu machen. Und ich habe mir jetzt meine Slipper angezogen. Ich liebe die so sehr. Ich weiß, es ist Sommer. Also nicht wirklich Sommer, aber es ist immer noch ziemlich warm. Ich ziehe die immer an. Gefühlt ist mir dauernd kalt, deswegen wundert euch nicht. Boom! Die sind so cute, oh mein Gott. Willkommen im Bad. Wenn ihr schon länger meine Videos schaut, wisst ihr, dass ich eine Zahnspange habe. Ich meine, jetzt finde ich offensichtlich. Aber ich habe auch eine lose Zahnspange. Ich weiß, ist schlimm. Ich habe eine feste und eine lose. Ich habe sehr schlimme Zähne. Ich muss die dann immer in so ein Wasserbad machen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt werde ich erstmal Zähne putzen. Ja, okay. Sehr interessant, ne? Ich werde das jetzt nicht aufnehmen, weil das irgendwie komisch ist. Und ich bin ziemlich sicher, ihr wisst, wie man Zähne putzt. Hoffe ich also wenigstens. Help me make the most of freedom and our pleasure. Nothing ever lasts forever. Bestes Lied ever. Cheers for Fears ist einfach prinzipiell eine richtig coole Band. Während ich Zähne putze, singe ich immer ein bisschen. So, ich habe so eine Playlist mit all meinen Lieblingssongs. 6 Stunden lang. Super. Ja, und jetzt werde ich erstmal duschen. Das mache ich nicht immer, aber ich versuche es ganz oft zu machen, weil ich mich danach immer so erfrischt fühle. Ja, also los geht's. Ich habe jetzt meine Haare geföhnt. Ich habe das nicht mitgefilmt, weil eine richtig lustige Story. Also ich konnte das Stativ nicht so gut hinstellen, also musste ich dann die Kamera irgendwo balancieren. Und dann ist sie mir nur vielleicht runtergefallen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass sie kaputt ist. Aber egal. Ich habe übrigens noch einen Monzi angezogen. Ich liebe es, wenn morgens alles so bequem ist. Deswegen. Ja, übrigens gehe ich da nicht so in die Schule, keine Sorge. Ich werde jetzt erstmal meine Skincare machen und mich schminken. Da könnt ihr auch so meine Make-up-Routine sehen. Also erstmal Skincare, offensichtlich. Also ich benutze hier das Serum von Glow Recipe, den Moisturizer von Drunk Elephant und den Toner von No. Ich glaube, so sagt man den Namen. Ich probiere das jetzt nicht so viele Skincare-Produkte zu benutzen. Ich habe nämlich gehört, dass das nicht so gut für die Haut ist. Und es ist einfach satisfying zu machen. Ich finde, es sieht dann immer so cool aus. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich mit so anderen Marken machen soll. Früher war ja so ein Trend, diese Skincare-Smoothies zu machen. Ich mache das immer noch, weil es mir einfach Spaß macht. Dann geht es einfach alles schneller. Und das wollen wir. Übrigens mache ich da noch ein bisschen Sonnencreme drauf. Aber das mische ich ja natürlich nicht mit rein. Früher habe ich Skincare irgendwie gehasst. Ich weiß nicht warum. Als ich noch so 11 oder 10 war, ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach gehasst. Prinzipiell so Creme fand ich nur so geil. Ich bin immer noch kein Fan von so Cremes, deswegen nehme ich normalerweise so Serums. Aber keine Ahnung, ist irgendwie komisch. So, okay. Und jetzt nehme ich meine Lieblingssonnencreme. Ich finde, die ist einfach so cool. Supergoop, dieser Glow Screen. Ich finde, der sieht einfach so hübsch aus. Und weil der so beige ist, ich liebe den einfach so sehr. So, dafür muss ich jetzt kurz in den Spiegel schauen. Also, probiere jetzt so viel wie möglich einfach in der Kamera zu machen. Ich habe Angst, dass das jetzt ein bisschen zu viel war. Ich weiß, dass es ja eigentlich nicht so wirklich Sommer ist, aber trotzdem ist es ja gut, immer so Sonnencreme zu nehmen. Würde ich auch empfehlen, dass ihr es auch macht. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe vergessen, meine Clips zu nehmen. Also diese Clips, ich will die immer nehmen, weil die halt so schön aussehen, aber ich weiß nicht warum, ich vergesse es immer. Oh mein Gott, ich habe noch was vergessen. Normalerweise mache ich immer so Pickelpatches drauf. Und das habe ich letzte Nacht vergessen. Ich habe hier so einen riesen Pickel. Geil, super, da muss ich jetzt mit in die Schule gehen. Super fröhlich. Okay, so. Und jetzt nehme ich erstmal Primer. Ich nehme den von Elf. Ich weiß, es ist eigentlich so ein Dupe für diesen Milk Primer, aber ich weiß nicht, warum der reagiert richtig komisch auf meine Haut. Also nehme ich immer den von Elf. Oh, da ist er! Okay. Ich hätte kurz gedacht, dass ich den verloren habe. Das wäre schade gewesen. Und jetzt mache ich diese Clips rein. So. Okay, super. Also erstmal Primer. Ich habe immer Angst, dass ich zu viel nehme, aber whatever. Ich finde ihn so nice. Auch dass er so leicht rosa ist, liebe ich. Ich habe eigentlich mal so einen Dupe gekauft, habe den nie benutzt. Falls der mir leer geht, habe ich wenigstens noch so eine andere Option. So. Ich weiß wirklich nicht, wieso dieser von Milk so komisch ist. Irgendwie hat er dann so Klumpen gemacht und das war einfach total komisch. Das mache ich einfach nicht. Und übrigens will ich mal sagen, ich bin keine Expertin. Ich mache einfach so meine Make-up-Routine. Kann auch sein, dass ich das total falsch mache, aber so funktioniert halt für mich und so. Also ich benutze hier den Concealer von Benefit.
So, ich glaube, das war die Farbe Melon. Ja, hier Melon. Ich liebe den so sehr. Und dann noch, dass es so aussieht wie so ein Bleistift. Ich finde es einfach so cute. Okay. Ich mache normalerweise immer so zwei Pünktchen unter meinen Augen. Deshalb blenden wir das erstmal. Ich muss unbedingt wieder meine so Make-up-Sponges waschen. Das soll ich mal machen. Da sind nämlich mal ganz viele Bakterien drin. Das sagt also immer meine Mom. Ausblenden dauert so ein bisschen. Während ich das jetzt mache, zeige ich euch was Cooles. Es gibt eine neue tolle Wunderlampe von Magic Mixies. Freut euch auf tolle magische Momente. In dieser geheimnisvollen goldenen Lampe steckt ein Flaschengeist-Mixi. Und es wartet nur, enthüllt zu werden. Ich bin schon so gespannt, welchen Mixi wir kriegen. Wir vollbringen jetzt zusammen echte Magie und befreien unseren Mixi aus der Wunderlampe. Let's go. Wir beschwören jetzt das Mixi herbei. Decke deinen Mixi aus seinem tiefen Schlummer, indem du oben auf die Lampe klopfst. Wir wollen ja unseren Genie aus der Lampe befreien. Der Juwelenknopf ist eine Klingel. Damit wecken wir den Mixi auf. Ich glaube, der Mixi ist aufgewacht und der begrüßt uns. Wir schütteln jetzt den unsichtbaren Sand aus der Lampe. Das Juwel leuchtet grün. Jetzt müssen wir in der Wunderlampe rein. Oh mein Gott, echter magischer Nebel. Er strömt aus der Lampe heraus. Am Deckel ist ein Drehrad. Das drehen wir jetzt aufs kleine blaue Juwel. Der Deckel öffnet sich. Da ist ein Ring drinne. Am Ring fehlt ja ein Juwel. Den müssen wir jetzt enthüllen. Dazu müssen wir das Klopfmuster nachmachen. Ich glaube, wir haben die Challenge bestanden. Schaut mal, mehr magischer Nebel. Jetzt drehen wir das Drehrad auf den orangenen Juwel. Der Juwel, wir haben den gefunden. Ich glaube, wir können unser Flaschengeist-Mixi bald befreien. Der Juwel leuchtet lila. Es ist Zeit, die Lampe zu schütteln. So beschwören wir den Wunschzauber herauf. Jetzt müssen wir die Lampe reiben. Und als letztes drehen wir das Drehrad auf den weißen Juwel. Magicus Mixus. Das sind die magischen Worte. Oh mein Gott, ist unser Mixi nicht wunderschön? Der magische Spaß hat gerade erst begonnen. Der Zauberring ist dafür da, um mit unserem Mixi zu spielen. Das Flaschengeist-Mixi ist nämlich interaktiv. Wir geben unserem Mixi einen Namen und schon geht's los. Jetzt muss ich mir noch einen Namen überlegen. Ich glaube, Rosa würde passen. Es gibt drei Arten zu spielen und die zeige ich euch jetzt. Einen Wunschmodus, Spielmodus und Sprechmodus. Mit dem aufleuchtenden Kristall auf seiner Stirn kann dein Mixi Wünsche erfüllen und verwehren. Ich glaube, sie ist müde. Ob sie jetzt mitspielen will? Rosa. Rosa kennt jetzt ihren Namen. Wir probieren jetzt den Wunschmodus aus. Tippe mit der Rückseite deines Rings auf den Kristall von deinem Mixi. Ich wünsche mir gute Noten. Das ist ja cool. Bestimmt schreibe ich jetzt eine 1 in meiner nächsten Mathearbeit. Wusstest du, dass die Wunderlampe ganz viele Funktionen hat? Wie zum Beispiel den Nebelzauber, den ihr gerade gesehen habt. Und dann hat sie noch 60 verschiedene Lichteffekte, Geräusche und Reaktionen. Die Wunderlampe kannst du auch zurücksetzen. Das bedeutet, dass du die Nebelenthüllung so oft machen kannst, wie du willst. Nicht nur kannst du den Mixi herbeizaubern, sondern eigentlich alles. Also natürlich alles, was in die Lampe reinpasst. In deiner Magic Mixis Wunderlampe schlummert wahre Magie. Wen willst du herbeizaubern? Reibe die Lampe und erwecke deinen Mixi. Magicus Mixus, Wünsche werden wahr. Ignoriert meinen Schwenktisch. Ich weiß, der sieht so ein bisschen unordentlich aus. Ich wollte gerade so die Kamera einstellen, damit man mich im Spiegel sieht, aber kann ja auch einfach die Kamera als Spiegel benutzen. Ist jetzt ausgeblendet. Jetzt benutze ich diesen Max Efficiency Compact. Einmal hat mir das meine Mom gegeben, hat gesagt, das nimmst du jetzt, nachdem du deinen Concealer drauf machst. Da war ich so, okay. Und jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach noch ein Concealer, halt so ein Puder-Concealer. Fragt einfach nicht. Der funktioniert auch richtig gut. Ich liebe den. Jetzt nehmen wir erstmal Blush. Früher habe ich so Cream Blushes gehasst. Über alles. Ich habe nur Powder Blushes benutzt, aber jetzt nehme ich hier diesen Cream Blush von Florence. Ich weiß, ich habe gesagt, dass die Schminke von Florence nicht so gut ist. Wieso sage ich dann Florence? Florence meine ich. Früher war ich so ein riesen Millie Bobby Brown Fan, weil ich in meiner Stranger Things Phase war. Ehrlich gesagt, ich weiß, es ist komisch, aber irgendwie finde ich Stranger Things einfach nicht mehr so cool. Das war eine okay Serie. Ich mochte die halt nur wegen dem Hype. So speziell war die nicht. Es war halt so eine normale 80s-Serie. Ja, also der Blush ist eigentlich richtig gut. Jetzt liebe ich die Cream Blushes zu nehmen. Hoffentlich sieht das jetzt gut aus. Und jetzt als nächstes nehmen wir Highlighter. Das ist mein Highlighter. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, Ava, das sieht nicht aus wie ein Highlighter. Aber schaut mal, das ist so traurig. Das ist eigentlich der Rare Beauty Highlighter. Ich war unterwegs. Ich bin ja nach Irland geflogen und da habe ich den mitgenommen. Und als ich den aufgemacht habe, wieder in Deutschland, ist der einfach kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe eigentlich noch den Highlighter, aber
alles ist rausgefallen. Also habe ich das jetzt in dieser so kleinen Dose. Ich weiß. Richtig sad. Mache ich immer so hier meine Augen an meiner Nasenspitze. Hier noch so ein bisschen und dann hier in meiner Lippe. Jetzt als nächstes werden wir erstmal meine Lashes curlen. Das ist der beste Lash Curler ever. Das ist der von Kasage. Hier, hoffentlich könnt ihr das lesen. Also ich buchstabiere euch das jetzt erstmal. Ich kann den Namen nämlich nicht aussprechen. K-A-A-S-A-G-E. Google das einfach mal, der funktioniert so gut. Früher habe ich den von Essence genommen, aber der ist so schlimm. Es tut mir leid, nach so 2 Minuten gehen schon meine Lashes wieder so runter. Total schade. Ich liebe ja alle Sachen von Essence. Ich liebe den Juicy Bomb, ich liebe alles. Aber die Lash Curls sind einfach nicht so gut. So, ich warte immer so ein bisschen. Übrigens nehme ich dann hier den Sky High Mascara. Ich habe schon ganz viele Mascaras ausprobiert, aber das ist einfach der beste. So. Dafür muss ich jetzt erstmal in den Spiegel schauen. Das kann man jetzt nicht so gut in der Kamera sehen, aber eigentlich sieht das immer voll nice aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich mache mal so meine Underlashes auch so ein bisschen. Keine Ahnung, ich finde, es sieht halt einfach gut aus. Ja, so nächstes Auge. Ich probiere dann immer so schnell wie möglich Mascara drauf zu machen. So. Okay, kurz warten. Und als letztes, hier brush ich dann noch so ein bisschen meine Augenbrauen. Tut jetzt nicht so viel, aber ich finde, es sieht einfach nice aus. Boom, bin geschminkt. Normalerweise mache ich noch so ein bisschen Lipgloss drauf. Mache ich auch gleich, aber ich werde mich jetzt umziehen und ich will nicht, dass Monzi ganz viel Lipgloss drauf hat. Ich liebe diesen Monzi so sehr. Der ist sogar eigentlich nur so eine Shorts, aber er ist so unglaublich warm. Super, jetzt ist mein Boden nass. Eigentlich wollte ich jetzt so richtiger Steak sein, so stay hydrated. Jetzt muss ich die Hydration sauber machen. Ist ja super. Das Wasser war es nicht wert. Okay, also ich habe mich jetzt umgezogen. Sorry, mir war einfach viel zu warm. Immer noch ein richtig cutes Outfit. Ich werde jetzt erstmal meine Haare machen. Also ich werde jetzt keinen so riesen Look machen. Ganz oft mache ich einfach so ein Half-up-Half-down. Normalerweise brauche ich immer so 10 Versuche, bis es erstmal gut aussieht. Also machen wir das jetzt beim Spiegel, damit ich mich auch sehen kann und ihr mich sehen könnt, während ich mich sehe. Ist das nicht einfach so praktisch? Hallo, da bin ich. Und dann könnt ihr mich auch sehen. Und dann kann ich auch so leicht sehen, was ich mache. Oh mein Gott, das ist so praktisch. So, okay. Also im Prinzip bin ich einfach hier so. Vielleicht bin ich einfach so ein bisschen delusional und eigentlich sieht es richtig komisch aus, aber ich finde, es sieht richtig cute aus. Ich habe so eine Strähne, damit ich nicht so wie ein Fußball aussehe. Ich habe halt so ein rundes Gesicht und wenn ich keine Strähnchen vorne habe, dann sehe ich richtig komisch aus. Okay, Haare sind gemacht. So sieht es hinten aus. Eigentlich voll nice. Bestimmt werde ich dann später wieder rausmachen, einfach nur damit meine Haare aus dem Gesicht sind. Und jetzt ist mir wieder kalt und ich hole mir eine Jacke. Ich hätte den Monzi anlassen sollen, oh mein Gott. I'm back! Mit einem Pulli. Bestimmt wird mir wieder in 2 Sekunden viel zu warm. Aber gerade ist nice. Das freut mich. Ich wollte euch unbedingt noch mein Adventskalenderbuch zeigen. Das ist wie so ein Adventskalender. Man kann nämlich die Seiten so aufreißen. Schaut mal. Und ich werde auch in der Adventszeit immer so pro Tag einen Short machen. Das wird dann richtig nice. Und es gibt meinen Shop mega Sale für so alle Herbst- und Halloween-Sachen. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich wegen euch so ein bisschen produktiver heute sein will. Deswegen werde ich mein Bett machen. Mache ich eigentlich nur für euch. Sonst mache ich das nie. Also denkt jetzt nicht, dass ich so eine bin, die so jeden Tag Bett macht. So richtig aesthetic. Ja, übrigens ignoriert mein Outfit. Ich weiß, ist jetzt nicht ideal. Es sieht jetzt nicht so cute aus. Aber ich habe einfach irgendwas dran geschmissen und es ist bequem. Ist ja die Hauptsache. Bett machen Zeit. Mit Hilfe YouTube-Magie ging das ganz schnell. Super. Hab doch gesagt, mir wird wieder warm. Wir sind jetzt oben. Ich mache mir jetzt nämlich Frühstück. Ich habe nämlich richtig Hunger. Und ich wollte mal wieder so richtig aesthetic sein. Also mache ich mir jetzt so eine Bowl. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich habe mir sogar Matcha geholt. Ja, richtig aesthetic. Wir fangen jetzt erstmal mit der Smoothie Bowl an. Und schau mal, ich habe so einen süßen. Da will ich da mal machen. Laut. Ich finde das einfach so süß. Okay. Also wir fangen erstmal an. Als erstes brauchen wir gefrorene Bananen. Die muss ich jetzt erstmal holen. Komm mit. Okay, wir sind da. Kalt. Hab jetzt die gefrorene Bananen. Langsam wird mir wieder ein bisschen kalt. Ich werde gleich runtergehen und mir eine Jacke holen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, warum mir da und so warm und kalt wird. Das machen wir jetzt erstmal hier in den Mixer rein. Mmh, yummy. Yummy. Eigentlich ist es Vanillepaste, aber ist ja eigentlich das gleiche Ding. Hauptsache es ist Vanille. Wir müssen die Milch holen. Kommt mit. Erstmal klopfen. Immer wenn ich den Kühlschrank benutze, muss ich das machen. Wir haben die Milch. Jetzt geht zurück. Ein Teelöffel Pumpkin Spice Gewürz. Optional ein Esslöffel Peanut Butter. Super. Tada, so sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Jetzt machen wir noch die Toppings drauf. Ich finde, es sieht einfach so cute aus. Also, ich habe hier eine Banane. Ich habe hier Granola. Und ich habe hier so Blueberries. Also erstmal, ich brauche erstmal so ein Cutting Board. Ist jetzt nicht so schön, aber ist halt Reality. So. Okay, boom.
Prinzipiell ist das immer so mein Lieblingsteil, wenn ich so ein Smoothie Bowl mache. Smoothie Bowl machen macht ja Spaß, aber es dann zu dekorieren, das ist der coole Teil. Und boom, Bananen sind geschnitten. Zurück zum Dekorieren. Boom, sieht nicht so ästhetisch aus wie auf Pinterest. So. Eigentlich ist das gar nicht mal Granola, das ist nur so ein Müsli. Ich nenne es aber trotzdem Granola. Jetzt noch die Blaubeeren. Und boom, jetzt sieht es so aus. Okay. Und jetzt der Taste-Test. Oha. Das schmeckt voll nice. Probiert es auf jeden Fall. Jetzt wollte ich euch als nächstes meine Hot Chocolate Bar zeigen. Ihr wisst ja, ich habe hier mal so eine Hot Chocolate Bar. Und im Winter, so Herbst, benutzen wir die gefühlt die ganze Zeit. Und wir haben die jetzt auch schon so schön dekoriert. Die wollte ich euch mal zeigen. Schaut euch die bitte an. Die sieht so unglaublich cool aus. Und ich habe hier noch so ein Matcha. Werden wir das jetzt machen. Ich habe eigentlich noch ein Matcha probiert. Das ist jetzt interessant. By the way, ich habe hier so unechtes Matcha. Echtes Matcha muss man mit so einem Besen verrühren. Dieses aber nicht, aber ich will das trotzdem machen, weil es halt sich irgendwie cool anfühlt. Okay, ich habe Angst, wenn ich nicht verbrennen. Okay, erstmal das Wasser. Wenn ihr das alleine macht, seid vorsichtig. Okay, verbrennt euch nicht wegen mir. So. Sniff. Rein. Mein Gott, so richtig grün. Wow. So, okay. Ich habe Angst, dass ich nicht richtig verrühre. Und sogar wenn ich falsch mache, YOLO, es macht mir Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Und boom. Fertig. Okay, das ist ja noch kochend heiß, also nehme ich es jetzt erstmal mit runter, warte, bis es abkühlt und dann werde ich es trinken. Es ist übrigens sehr cool. Wir sind wieder unten und wir sind jetzt in meinem Ankleidezimmer. Ich weiß, man kann das fast gar nicht erkennen, das habe ich extra gemacht. Ich schäme mich nämlich, wie unordentlich mein Ankleidezimmer aussieht. Gefühlt ist da Mount Everest. Ich habe so viele Klamotten gestapelt. Sie sind noch nicht mal gestapelt, ich schmeiße die da immer hin. Ich glaube, ich bin allergisch, Klamotten wieder aufzuhängen. Anyways, ich werde jetzt erstmal auf den Wetterbericht schauen, wie viel Grad es wird. 18 Grad. Also ziehe ich mir eine lange Hose an. Ich nehme mir jetzt meine Lieblings. Ich finde es traurig, dass sogar hier drüben Klamotten waren. Aber ich glaube, ich ziehe einfach das an. Also hier dieses blaue Top und dann diese Hose. Ja, simple, aber nice. Okay, jetzt mache ich erstmal Outfit-Review. Wieder ein bisschen YouTube-Magie und boom, ich bin schon angezogen. Das ist jetzt das Outfit, ziemlich cute. Ich packe jetzt meine Schulsachen ein und okay, ich muss gleich zum Bus gehen. Ich hatte so Angst, dass ich heute zu spät komme. Okay, Leute, los geht's. Es hat richtig viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Stilin, ciao!